Ich war jetzt in Urlaub. Waren Sie auch schon mal dort? Also, ich fahre ja jedes Jahr immer meistens nie fort. Ah ja, wenn mir sich nicht auskennt bei der Geometrie. Aber nach Last Minute kriege ich mich Gott sei Pferde mehr hin. Und derjenige, wo nämlich schuld ist, dort hoch, war der Mann von dem saublöde Reisebüro. Ja, ich weiß noch genau, wie als wäre das erst heute, habe ich den extra gefragt, ist Last Minute auch weit? Das wäre eine Preisfrage, sagte der dann. Da müsste ich wissen, mit wem und wie lang halt und wann. Sag ich, du, ihre Preisfrage sind ganz schön salopp. Ah ja, frag mich doch erst einmal überhaupt ab. Statt bevor, dass du fragst mich, wie lang und mit wem. Weil das wüsste ich ja selber erst gern, wann das noch käme. Hat er mir noch gesagt, auch wenn ich's nicht genau weiß, soll ich trotzdem mir was aussuchen in dem Buch wegen dem Preis. Ja, und weil ich nicht halt blöd bin. Und wenn's du so Glück schon mal hast, denk ich, nimmst du die Reis, die wo am teuersten kostet. Aber wo der mich fragte, ich hatte es nicht begriffen, ob ich schwimmen könnte oder Probleme hätte beim Schiffen. Habe ich gerade so gemacht, wie als wenn ich es nicht höre. Und dann sagte er, weil das eine Kreuzfahrt halt wäre. Sag ich, was, eine Kreuzfahrt? Also das ist schon mal gut, weil mir öfters mal Bandscheibe als mal vorfallen tut. Was ich nicht ganz kapiert habe, ich sollte bevor der Reis erst mal dem was bezahlen, weil sonst kriege ich nicht den Preis. Hat er mich noch gefragt, Überweisung komplett? Sag ich, ja, überweise es, ich brauch's ja jetzt nicht. Nächste Tag sollte ich morgens an dem Marktplatz ganz früh, weil mir fahren war die Kreuzfahrt mit dem Transfer dahin. Sieh, dann habe ich gedacht, es wäre wunderfeudal. Ei, von wege dort Transfer? Das war ein Bus stinknormal. Sind wir losgefahren, nach 8 Stunden Kreuzfahrt genau. Ja, bei jedem Kreuz hatte mir 2 Stunden Stau. Wo wir angekommen sind, sagt der Fahrer von dem Bus, weil wir wären jetzt im Hafen und dass ich da aussteigen muss. Und dann sollte ich dort auf so eine Fregatte, die hieß namens AIDA, und auf die musste ich warten. Habe ich als da gestanden, ging die Frau auf mich zu, sage ich, na Frau AIDA, seh die na du blöd Kuh.
nach ist das, die gar nicht das war. Sondern ein riesiges Schiff, wo so nur heißt wie als Frau. Rief auf einmal ein Mann, bitte steige sie euch. Denkst du, ey, das wär doch kein Schiffstour, nicht so. Und dann sagt er zu mir, steh ich erst auf der Leitung, weil ich solo wär, fahr ich ganz ohne Bekleidung. Sag, hören's mal du. Nur weil ich solo hier komm, deshalb fahr ich noch lange nicht hier nackig da rum. Aber wo der dann sagte, sie sind mein Passagier und ich bin ihren persönlichen Deckoffizier. Ich tu mich doch von dem nicht verarschen gelassen. Aber wo ich dann richtig voll Angst gekriegt hab, als der sagte, mein Fräulein, mir lege jetzt ab. Und dann tu ich Ihnen ganz genau alles schön zeigen. Sag ich, jetzt gibt's zwei Möglichkeiten. Erstens, ich kreische. Oder zweitens, ich kreisch nicht. Aber ehrlich gesagt, habe ich lieber dann erstmal das Zweite gemacht. Wo wir losgefahren sind, bin ich gleich schnell nach unten und hab mein Stubtor gesucht. Hatte ich sie endlich gefunden. Sieh, dann komm ich so da rein und dann hab ich gedacht, ey, die habe ja Wäschmaschinen die Wand neu gemacht. Steht das Wasser so halb treu? Denk ich, komm, tust du grad schnell deine Unterhosen neu? Es nach ungefähr Stunde, denk ich, gibt's dann das auch, dass die gar nicht mehr schleudet. Und da guck ich so nach, mach das Bullauge auf, hörst wie on er seht, mir malt grad das neben der Deutschlandfahne ohne Hose weht. Also ich stand mit dem Rock, so mit ohne, jetzt halt ohne, in den Schiffs eine Pudding.
Hatte ich endlich eine Hose gefunden, wo ich die auch probiert hab. Ruf ich Fräulein, die ist zu klein, weil mir rutscht als die Kordel da went hin so rein. Aber ich hab's dann gelassen, weil ich denke noch so, wenn du das Ding jetzt anziehst, dann brauchst du auch Kohl. Wo ich wieder zurückkomme, steht bei mir vor der Tür, wie als hätte es geahnt. Ich mein Dick, oh wie laut, das Casino ist offen. Sag, mach das bloß zu, du brauchst gar nicht zu hoffen. Weil dann hockt er so ohne vor der Tür mit dem Schlips. Und dann sagt er zu mir, Fräulein, tauschen Sie Chips? Sag ich, gut, wenn's dir unbedingt was dort rollt. Und dann hab ich für 20 Mark Chips gekriegt. Aber ich brachte die dem sofort wieder zurück. Seht ihr, sind Sie schon fertig? Hatte sie wohl kein Glück? Sag ich, nee, jene Chips sind so hart wie Brett. Ich kann die nicht kauen, auch mit Lutsche geht nicht. Plötzlich ruft eine, hier am Roulette-Tisch gibt's Plätze. Und dann sägt er zu mir, ob eine Zahl soll ich setzen. Aber wo der dann gerufen hat, die Rente war blü, nix geht mehr, denk ich, schockst du dich lieber mal hin. Aber sie, bis ich da auf dem Tisch war, da auch. Hab ich erstmal die plastikne Dinge auf die Seite alle geschoben. Hock ich grad so mit dem Hinein zwischen der 1 und der 12. Und in dem Moment rollt ja die Kugel in die 11. Ich hab gewonnen, was sie bracht. Ah, jetzt weiß ich auch, warum er immer Glücksarsch da sagt. Hat er zu mir gemeint, Fräulein, die Bank ist gesperrt. Und dann habe die mich aus dem Casino gezerrt. Ja, und wo ich da gestanden hab, auf dem Flur vor der Tür, und da war er schon wieder. Ein Dekorizier. Hängt der
schon ein Arm neu. Überreicht mir ein Groß und dann seht ihr aufkommende bunte Abend geht los. Denke ich, jetzt gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder oder nicht. Sag ich gut ausnahmsweise, ich gehe entweder mit. Wo wir hinkommen sind, war Bühne aufgebaut. Hat ein Mann drauf gestanden, plötzlich rief der laut und guckt mich dabei an. Mir beginne sofort, willkommen zu Figaros Hochzeit an Bord. Sag ich, dir gebe ich Figaro. Und Hochzeit mit mir. Der steht mir grad fehl, so ein Deckoffizier. Bisschen später dann beim Essen. Und da musste ja ich ganz genau bei den Käpt'n neben den an sein Tisch. Wo der Kellner gekommen ist und hat mein Delle serviert, sag ich, was ist denn das? Und da seht ihr flambiert. Gerade in dem Moment hält er Streichholz dort vor und dann steckt er komplett mir mein Fischblatt so auf. Ich hätte ihm ja gerade auf die Schnutare können. Sag ich, spinnst du, du Blödmann, hier mein Essen zu verbrennen? Ei, du hast doch ein Rad ab. So ruft noch ich. Und da seht er ja prompt, you must wein vor the fish. Ja, was nutzen das jetzt, sage ich, wenn ich hier wein? Weil das wird ja dem Fisch jetzt auch scheißegal sein. Der als mich von oben bis ohne betracht. Seht ihr, don't you speak Englisch? Sag ich, Freundchen, geb acht. Ei, da ist der noch frisch geworden. Seht doch, das Schaf. Is Germany your home and is always your love? Sag ich, home tät ich gern. Aber er love nicht so. Nur mit Always, das geht dich überhaupt gar nicht vor. Plötzlich ruft so der Captain, wenn man links das betrachtet. Und dann sieht mir den Hafen von Dover bei Nacht. Sag ich, ach, wenn's die dunkel mache. Seh ich genau. Auf dem Schild da steht Dover, aber falsch mit dem V. Sag ich, gelle, Herr Käpt'n, wenn mir es recht überlegt. Manche sind ja für zum Dover zu schreiben zu blöd. Sieh, da guckt er mich an. Und dann legte der leise. Ja, und manche, die sind auch zu blöd zum Verreisen. Ei, die hänge ihr unerhos. Sieh, wo der das sagt. Bin ich aufgehübt. Habe ich nämlich gerade drauf gedacht. Wo ich hingekommen bin, war natürlich die fort. Habe ich doch dann die Anne schnell gekauft von der Sorte. Nur die ist mir jetzt immer noch ziemlich bisschen klein. Deshalb muss ich jetzt raus, weil die ist gerade wieder rein. Thank you.
nicht einfach ein paar Witzchen aneinander gereiht, ein paar Verse zusammengestrickt. Nein, es wird eine Geschichte erzählt. Die hohe Kunst der Mainzer-Büttenrede, sie kann sie perfekt, ein wirkliches Ass, eine Kultfigur in und um Mainz, besonders natürlich hier in Flörsheim, wo sie wohnt, wo ihre Heimat ist sozusagen. Gabi Elsener. Wir wären nicht bekannt als der Karnevalverein, der in die Tiefe geht, der einmal nachhakt. Hätten wir nicht einen Kameramann mitgeschickt, der sie auf ihrer Kreuzfahrt begleitet hat und uns einige sensationelle Bilder zugespielt hat. Wir schauen einmal rein. Geh zum Bett, zur Couch. Gut so, leg dich hin. Leg deinen Arm genau dahin, wo er eben war. Nimm den anderen Arm nach oben. Leg deine Hand neben dein Gesicht. So, und jetzt das Gesicht runter. Die Augen zu mir, sieh mich an. Und versuch dich nicht zu bewegen. Unser Herz wird mit dir gehen, Auerhardt und Gabi Elsener.